Zuschauer, die lieben Zuschauer. Herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanal, der Nashons auf der Suche nach einem Abenteuer. Mein Name ist Justus König, ich bin als der Nashons, als der Nashons der Abenteurer. Also Justus König, der Abenteurer, YouTuber aus Würzburg. Und heute bin ich hier. Wir sind in Oberhagenheim, wir haben das 36 Uhr Vortreffen. Wir sind so, das also wir haben, ich bin hierher gekommen mit meinem Family, der Zonger, Quad, Sportplatz, Puppy, Adam, 400, 2007, Einspritzer, Nase, 6 PS. Ich bin hierher gefahren, wir sind in der Nähe von Kiss einfach. Das ist gut. Wir schauen uns mal, ich kann alles anschauen, bin auch nicht. Und hier ist das der Hamburger. Jetzt der Video. That's right. Das sind die Motorradfreunde, Oberhalbkampf, seit 1980. Yes. Und du musst einfach geil, oder Plattform, Freiheit, oder Rollerfahrt. Freiheit. Yes. Und das ist dieser Musikband und da gibt es Essen und Getränke. Das ist mein Bumble Transformer Quad. Und das ist das 36. Motorradtreffen. In Oberaltheim und Altheim. Das ist schön, dass sowas gibt's. Wir haben gesagt, wie Corona ist jetzt zweimal ausgefallen. Und ja, so ein Motorrad kann ich mit dem Quad hinfahren. Aber nicht, ist wunderschön. Ganz schöne ihre Leute ihre Motorräder zeichnen. Interessiert mich auch für sowas. Und es geht hier 3 Tage. Seit Freitag bis morgen. So ein Motorradfreunde können dann hier mit dem Zelt hier campen auf dem Sportplatz. Das sind schöne alte Motorräder. Moto Guzzi. Schöne alte Dinger. Cool. Einmal coole Bikes. Batterie, cool. Steht auf dem Motorrad. Ach, ich bin nicht der einzige Quad. Es kommt noch eine TV. Kawasaki. Und der Kumpel Pokémon hat gesagt, dass hier es ist. Also, wir wissen was. Schöne Motorräder. Einfach eine coole Motorräder. Schauen wir uns einfach die schönen Motorräder an. Ein schöner BMW, K1300er. Das ist ein schönes Motorrad wieder. Noch so ein schönes Motorrad. Lauter schon alte schöne Motorräder. Da passt der viel rein. Da passt viel rein. Ja, schon. Ach, altes System von Navi. So soll es ja sein. Ja. Und weit sind sie dann gefahren? Hä? Wo weit kommt es dann her? Nur von Aalen. Wo? Ach, sie fahren weg, oder? Hä? Sie fahren weg, oder? Nein, ich brauche auch. Ach so, sie sind gekommen. Das passt ja alles hier drauf, cool. Ja? Das passt alles drauf, Zelt, ja. Zeug. Muss alles dabei sein. Eine Honda, was für ein Honda ist denn das? CB11.000. Wie viel Kubik? Ja, 1000. 1000 Kubik. Also es ist 2 Zylinder, oder? 4. Ja. Musst du Krümmer ziehen vorne. Okay, hab dich. Wie ist das? Cool. Als Typ. Ja, hab's nicht gesehen. Oh, es gibt 2 Zylinder, 1 Zylinder, 4 Zylinder. Ja, bei den Autos ist schon 1500 Kubik, 1,5 Liter, schon 3 Zylinder mit 2 PS. Ja. Heutzutage. Ja. Wie viel PS hat denn das Ding denn? Ha? Wie viel PS? 157. 157, wow. Was kostet sowas? Ja,
14,8. 14,8? Ich habe so 4000 reingetunt. Was kann man da tunen? Ja, die ganzen Sachen. Lenker ist nicht original, so hast du die ganzen bunten Sachen. Cool. Klemke, Winterpreiser. Also nur optisch, oder? Nichts Technik oder was, so ein schneller Ritter oder was? Oder? Ja, technisch ist ein Power-Commander verbaut. Das ist ein schönes Hobby. Der Motorspoiler, ja? Hinten der Spitzschutz, das, ja, das ist alles nicht original, also wo, aber eingetragen, nicht? So ein bisschen getunt ist, das ist ja besser. Solange alles eingetragen ist, kriegt man kein Problem mit der Rennleitung. Nein. Und TÜV? Das ist ja alles dezent gemacht, weißt du? Ja. Es gibt ja viele, die verbasteln das regelmäßig. Ja, in anderen Ländern ist das nicht so. In Amerika muss man nicht so viel hier wie. Braucht hier alles ABE, alles ABE. Oh mein Gott, das. Du darfst das bloß nicht billig verbauen, weißt du? Das muss alles auch ein bisschen Sinn machen. Und wie viel kriegen wir alles schon drauf? Ich habe jetzt gerade mal um die 6000 drauf. Ist nicht viel. Wie Baujahr war es nochmal? Baujahr 2010. Ja, das die hat lange gestanden. Ich habe die von einem Doktor geholt in Mainz. Ja. Weil die auch nicht mehr kriegst. Ne? Ja. Du musst doch einen Platz nicht finden. Ja. Das ist ein schönes Ding, rot, schön. Ja. Wie schnell fährt denn das? 270 so. Boah, das ist aber ganz schön schnell. Kriegt man nicht so einen Tunnelblick bei 270 vom Motorrad? Ich habe davor Cover gefahren, wo 310. Ja, ich merke es beim Quad, bei 140 verwerkst schon richtig Wind. Und dann hier, also 270 ist schon mehr Wind. Das ist ja ein anderes Fahrgefühl. Ja. Der kleine Winterpreis reicht, das über den Helm ableitet. Ja, ja, was braucht das für viel Sprit? Also ja, nicht viel, das ist ja ein Spritzer. Komplett wassergekühlt, alles, die geht gut und der Spritverbrauch auch gut. Also wenn du richtig Gas gibst, so 6-7 Liter, ne? Ja. Das ist gut. Und wie lange eine Reichweite, Tank, Volumen? Ja, es kommt davon, wie du fährst. Ne? Na, wie viel der Tankvolumen ist? Das ist eine 21er. Mhm. 21 Liter? Mhm. So 200 Kilometer, über 200 bis 300 Kilometer. Ja, so. Na, ja, das ist okay. Schönes Hobby. Viel ja, Spaß. Schön. Ja. Ja. Danke. Okay. Und wir haben, also bis morgen geht es, gell? Bis morgen. Ja, ja. Geht es dann noch einmal so Motorradtreffen irgendwo? Da musst du mal im Internet gucken. Wir sind ständig im süddeutschen Raum. Also richtig. Gibt es da eine bestimmte Seite, das man nachgucken muss? Hm? Gibt es da eine bestimmte Seite? Ja, schon. Motorradtreffen, ich wollte mal deutschlandweit reingeben. Okay. Da kannst du im süddeutschen Raum so raussuchen. Ja. Ja, es ist. Im süddeutschen Raum sind die meisten die besten. Ja. Es geht im Juni dann eigentlich richtig los. Ja. Ne? Da kann man dann oben was neu tun, da was neu tun. Ja, ja. Aber ich habe gesehen, Motorradkleidung ist nicht gerade billig. Hm? Motorradkleidung ist gerade nicht billig. Ja, aber. Zur Sicherheit brauchst du. Ich weiß. Sollte man nicht sparen. Ne? Es ist schönes Hobby, aber auch gefährlich, weil wenn man schnell was sehen wird, ist auch wieder. Ja. Leute sind. Ich fahre ja schon sehr lange. Musst du damit umgehen, du musst dich jetzt nicht reizen lassen oder ja. Dann alles fahren lassen. Schönes Ding ist das. Ja. Hat es auch einen Namen oder was? Also nee. Haben sie keine Kinder gehört. Steckt viel Liebe drin oder viel Details. Ja. Dann wünsche ich aber viel Spaß hier. Ja, danke. Wissen Sie, ob da ja noch so was veranstaltet wird, irgendwas, oder vorgestellt wird oder was? Hm? Gibt es ja eine Veranstaltung? Musik halt. Hm. Also es ist nur so. Einfach hier andere treffen und einfach hier Zelt aufbauen. Ja. Keine Show, keine Vorstellung, Aufstellung? Nein, hier nicht. Rundfahrt, Motorradrundfahrt? Nein. Okay. Danke für die Information. Ja. Ah, da gibt es sogar die Tasse von Motorradfreunde. Das sind sehr schöne Motorräder.
Na, ein schöner BMW. Kawasaki. Ein Trumpf. BMW. Turn. Was? Okay, schon alter. Servus. Cool. BMW, Transportboxen, Stromschluss, oh gut. Hallo. Schönes Teil BMW, wow, cool. Schmutzig, die Scheibe. Ja, ich meine, BMW ist cool. Was machst du? Was soll man? Ich fahre Motorrad, doch, mit BMW Auto höchstens. Ist ja Quad, Suzuki, aber Autos BMW. Hab keinen Motorradführerschein, ja. Sind noch jung, was soll ich noch machen? Ja. Ich fahr Quad. BMW ist Auto, aber Motorrad, finde ich von BMW halt interessant. Also, das ist ein 300er, 5300er, was GS steht drauf. Was? 5? Was ist ein 5? Achso, ist ein R! Das heißt R 1200, also 1200 Kubik, oder? Wie PS hat das Ding? Mehr als 200. Ist doch ihrer, oder? Hä? Ist doch ihrer. Ja, so mal. Okay. Mehr als 200, wenn du Gas gibst. Ja. Ist dann wieder 2 Zylinder oder 4 Zylinder? 2. Oder schon 4? 4. Heutzutage weiß man es echt nicht mehr. Welche haben 2, welche haben 4? Boxer. Hm? Boxermotor, cool. Heißt, er kann noch richtig Gas geben, oder? Richtig. Naja, kann man eigentlich mit allen. Alle Boxer gehen nochmal richtig ab, oder? Das ist so wie Käfer dran trifft. Nix. Aber man denkt man Käfer oder Porsche, oder? Weil da kommt das her von Käfer, der Boxermotor. Dann Porsche weitergemacht. Ja, ist ja auch Porsche, also Käfer. Ja, die hatten auch einen. Ich hab's schon einen BMW-Boxermotor und hatte schon einen Weg. Welche Baujahr ist das? Ja. 14. 14. Wie schnell fährt denn das? Wie schnell fährt das? Ja. Ja, das ist gut. Wenn man will. Ja, muss man nicht. So, wir müssen langsam vorgehen, das zählt, ja. Was passiert denn hier? Was hast du gemacht? Hat ihr aber Veranstaltung gemacht? Musik? Und Band spielen, oder? Band? Live. Liveband. Keine Ahnung. Ja, du machst einen Rundgang hier. Du machst einen Rundgang. Ja. Ich schau mir das alles an. Ist interessant, die Motorräder. War vorne auf dem Glunder-Treffen, 14 internationalen Dumbach. Glunder, die Traktoren. Ja, ist auch interessant. Ich habe da Motoren, Autos, Traktoren. Alles interessant. Da kommen hier ein paar schöne Dinger. Was ist eigentlich kritisch über? Alles 4 Zylinder. Und da ist ein Trike. Das schaut aus wie ein Indianerzahl. Das kam eigentlich von Käfer damals. Hat man hinten das Käfer-Ding gebaut, abgemacht und dann hier irgendwie. Meistens dann Käfermotoren.
Ah, das Truck ist cool. Oh. Wow, das hat auch Lust. Schaut lustig aus. Und Sitz. Eine Flagge. Ja, das sieht cool aus. Da wird so ein Anker drauf. Und da an der Spiegel. Cool. So ein Adler drauf. Jetzt sollen wir hier unten gehen. Schöne Motorräder. Das sind auch die Motorräder. Muss ich auch mal angucken. Oh, das sind auch schöne Dinger. India. Ein India. Cool. Oh, da steht eine Nummer drauf. Ein mit Nummer. Cool. Ach, war alles Ding. Hallo? Sind auch schöne Motorräder. Hier rum. So. Guck mal, wie Bayern steht. Siehst du, wie weggefahren wir hier? Da steht mein Quad. Soll ich noch ein Foto? Krieg ich das Essen? Später dann die Band. Jetzt kann man hier mit Pommes und Steak essen. Yes.
is all that I need. I knew from the moment I looked at me, she looked in my eyes, saw what we could be. I scared it'll all turn out the same. The surrender. Tell me, remember when we were
Ups. Und dann machst du noch ein Lagerfeuer. Oh. Ah. Das Lagerfeuer. Das ist schon der Quad. Oh. Ja, schön an der Quad. Difficult times for my simple mind. If I could find a sign, yeah. About this time, what I really want is just to live a normal life. No more ups and downs. Treffen war wunderschön. Es geht weiter. Um 21 Uhr geht ja die Band los. Das ist jetzt die Vorband. Und ja, ich gehe jetzt wieder nach Hause, fahre zurück nach Würzburg, weil ich muss mich hier vorbereiten auf morgen, auf das große Ultima-Treffen Gemünden. Aber ich werde nicht lang bleiben, vielleicht 2 Stunden. Weil ich werde mit einem anderen Kumpel unterwegs sein. Und mal sehen. Ja, also es muss jetzt los, weil erstmal es wird jetzt wieder später. Meine Ausrüstung reicht natürlich aus, weil es wird kälter, mit dann 200 km/h fahren, wird dann nach kälter. Muss da rückfahren. Ja. Andere fahren ja auch schon wieder weg. Es wird einfach kälter. Ich habe Bock krank zu werden. Und ich muss morgen noch ein bisschen nehmen wir das Video bearbeiten und dann wollen wir vorbereiten morgen. Ich muss die Akkus wieder laden. Genau. Muss morgen die Akkus wieder laden. Boah, jetzt ist es auch so. Ich muss noch die Akkus wieder laden, was ich heute verbraucht habe. Und morgen vorbereiten. Dann morgen früh vielleicht mal los, muss mal gucken, muss alles noch abklären noch. Ja. Das ist so. Jedenfalls, danke fürs Zuschauen, einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch machen, Like machen. Und meinen Kanal abonnieren, meinen YouTube-Kanal, YouTube-Channels, Name lautet Indiana Schrons auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König. Der YouTuber Abenteurer aus Würzburg. Und, ja. Ja. Aktiviert die Glocke, dass ihr kein Video verpasst. Und wenn ihr schon ein Video sehen wollt, das bestimmte Thema, habe ich extra für euch eine Playlist gemacht, aufgeräumt dann. Und dann könnt ihr mich erreichen, wenn ihr treffen wollt, auf Instagram, TikTok. Mein Instagram-Name lautet Indiana Schrons der Abenteurer. Und mein TikTok-Name lautet Justus der Abenteurer 13. Da könnt ihr mich erreichen. Gut. Schaut bitte auf YouTube Shorts mal vorbei. Denn das ist Kurzvideos von mir. Wenn ich hier wie hier bin, kann ich schnell ein Kurzvideo machen, dass ich hier bin, was da ist. Da können wir so eine Vorpremiere, so eine Premiere, seht ihr halt dann, ja. Und dann später kommt das Hauptvideo. Das ist nur Vorgeschmack, dass ihr wisst, was, wo, was, welche Veranstaltung, wo ich gerade bin, was ich mache oder einfach aktuelle Informationen für euch eigentlich gemacht. YouTube Shorts, Kurzvideos. Ja. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag, schönes Wochenende und so weiter. Das ist over and out. Game over. Let's ride, ich fahr jetzt nach Hause. Goodbye to you. Auf Wiedersehen.
sind George, Julian, Dick und Ed. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die fünf Freunde. Timmy? Ja. Zusammen sind wir die fünf Freunde. Ich euch dann nennen, die vier Freunde? Wir sind die fünf Freunde. Fünf Freunde. Was kommt als nächstes? Fragen wir uns. Der Legende nach gibt es einen einzigartigen Smaragd mit sagenumwobenen Kräften. Seit Jahrhunderten sucht man ihn, doch er wurde nie gefunden. Bis heute. Fünf Freunde 2. Fünf Freunde, das sind wir. Ab 31. Januar im Kino. Das erste Mal ohne Eltern unterwegs. Genial. Die berühmtesten Freunde der Welt sind zurück. In ihrem größten Abenteuer. Dick ist entführt worden. Los. Was war denn das? Krass. Wow. Ah! Los, runter. Fünf Freunde 2. Echt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die fünf Freunde sind wieder da. Fünf Freunde, das sind wir. Dick. Fünf Freunde. Und sie sind nicht allein. Oh, hier kommen wir. Jetzt schnappen wir sie. Von so ein bisschen Dunkelheit lasse ich mich doch nicht aufhalten. Fünf Freunde 3. Fünf Freunde. Ein versunkenes Schiffswrack. Ein sagenumwobener Piratenschatz. Wo habt ihr das her? Ein mitreißendes Abenteuer. Dieser Kompass zeigt zu seinem Schatz. Mit dem Schatz kann ich unser Dorf retten. In 3 Tagen werden die Bagger anrollen und hier alles platt machen. Dann wollen wir mal. Damit dieser Haines sein Luxusresort errichten kann. Wie mies ist das denn? Wo geht ihr hin? Na, wohin wohl? Dein Dorf retten. Alles klar. Wir sollten los. Eins, zwei, drei, vier. Die fünf Freunde sind wieder da. Was, wenn es den Schatz gar nicht gibt? Das ist unsere einzige Chance. Mit diesem Gerät sind wir ihnen immer auf den Fersen. Hält uns nicht! Das ist total morsch! Uns vielleicht nicht, aber Timmy. Sie verfolgen uns! Fahr schneller! Tja, Kinder, das war's dann wohl. Fünf Freunde 3. Fünf Freunde, das sind. Guck mal, Glück! Danke, reicht schon. Demnächst im Kino. Fünf Freunde 4. War eine verdammt coole Action mit dir, Baby. Die berühmtesten Freunde der Welt in ihrem größten Abenteuer, dem. Ein geheimnisvolles Tal. Eine abgelegene Burg. Ein uralter Fund. Krass, wie kann das sein? Fünf Freunde, das sind wir. Die berühmtesten Freunde der Welt in einem Abenteuer, George! Das vor 65 Millionen Jahren begann. Wir sind fünf Freunde. Das muss es sein. Das Tal gibt es wirklich. Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier. Das ist Julian, Anne und das ist mein Cousin. Dick. Demnächst. Ihr seid verrückt. Fünf Freunde, das sind wir. Wir sind fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier. Wie ist die Tonqualität?
Fünf Freunde.